Der Herr sagt: Gegen wen kämpfen und rebellieren sie? Nimm nichts persönlich. Die Trompete Gottes, Trumpet Call of God. July 17, 2007. Von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser. Das Wort des Herrn gesprochen zu Timothy, für Timothy und für all jene, die Ohren haben und hören. Timothy, mein Diener, höre und verstehe und nimm dir meine Worte zu Herzen. Hier ist Weisheit. Schau dir diese an, die dir so viel Kummer und Schmerz bereitet haben, und all jene, die scheinbar in einem harschen Ton gegen dich gesprochen haben, mit Zorn, Vorwürfen, Verachtung und Verleumdung, und all dies aufgrund ihres Neides, ihrer Eifersucht und ihren bösen Vermutungen. Denn sie hören nicht auf, Lästerungen zu sprechen und Irrlehren zu verbreiten. Sie verwickeln sich in Kämpfe und werden von all diesen Streitereien ihres Herzens und ihrer Gedanken gefangen gehalten, im Offenen und im Stillen. Timothy, gegen wen haben diese gesprochen? Und mit wem streiten sie durch jedes verächtliche Wort und jede Tat? Gegen wen haben sich diese versammelt? Sie rebellieren gegen ihren Gott. Sie können es auch nicht ertragen, die Wahrheit zu hören, obwohl sie laut von mir sprechen und sogar den Namen meines Sohnes für sich in Anspruch nehmen. Timothy, nimm kein einziges Wort und keine ihrer Taten persönlich. Vielmehr bete für sie, denn obwohl sie gebildet sind, sind sie wie Ungebildete geworden, die die Dinge Gottes nicht kennen, noch bleiben sie in Christus, und er lebt auch nicht in ihnen. Sie haben ihr Gesicht von mir abgewendet und leuchten mit ihrem falschen Licht vor den Menschen, entsprechend denselben falschen Lehren, die sie von ihren Vorvätern überliefert bekommen haben. Deshalb, Timothy, wie kommt es, dass du dich mit ihnen streitest, so wie sie sich mit dir gestritten haben? Wenn sie in Wahrheit sowohl mich als auch mein Wort zurückgewiesen haben, meine eigenen Briefe, die ich ihnen gesandt habe, damit sie wahres Wissen empfangen können, um ihre Augen für die größere Majestät des Wortes zu öffnen und um all diese krummen Wege zu begradigen. Deshalb frage ich dich, Geliebter, hast du selbst all diese Worte geschrieben? Sind das deine eigenen Werke, die du dieser Schar offenbart hast? Hast du all diese Dinge auf dein eigenes Geheiß hingetan? Hast du auch nur einen Samen der Wahrheit gelehrt oder gepflanzt, entsprechend deinem eigenen Verständnis oder Wissen? Dies ist Eitelkeit, Timothy. Ja, Eitelkeit. All diese Anschuldigungen und Verleumdungen, ja sogar all diese üblen Beleidigungen und Beschimpfungen persönlich zu nehmen, ist große Arroganz. Ja, dies sind Samen des Stolzes und der Eitelkeit. Denn, indem du dich selbst verteidigst, hast du alles genommen, was ich dir gegeben habe, und es unwissentlich zu deinem Eigentum gemacht. Dies ist mein Wort, mein Verständnis, mein Wissen, mein eigener Geist, den du empfangen hast. Deshalb trete von meinem Thron herunter und demütige dich, Timothy, und bereue. Oder hast du so schnell vergessen, dass die Rache meine Sache ist? Ich werde vergelten. So werde ich alle, die sagen, dass sie mich kennen und mich doch nicht wirklich kennen, jene, die sich selbst Christen und Juden nennen, in der Tat zurechtweisen und züchtigen, damit sie durch ihre Demütigung auch hochgehoben werden könnten. Denn ich korrigiere und diszipliniere alle, die ich liebe, so wie ich es mit dir getan habe. Sei dir bewusst und verstehe auch, jene, die sich weigern, meinen Worten Beachtung zu schenken und auch Steine auf meine Propheten werfen,
durch jedes verächtliche Wort und jede Tat, im Offenen und im Stillen, werden auf keinen Fall eingesammelt werden, wenn der große Tag des Herrn kommt. Soll ich sie belohnen, nur weil sie den Glauben an meinen Namen verkündet haben? Ich erforsche die Herzen und Gedanken, und das, was ausgesprochen ist, kenne ich. Auch alle Gedanken des Verstandes und jede Absicht des Herzens sind dem allerhöchsten Gott bekannt. So können also jene, die vor den Menschen ach so gerecht erscheinen, die wahre Absicht ihres Herzens nicht durch die Schrift und durch erhabene Worte zudecken. Auch jene Lehren, die mit Scharlach und Purpur zugedeckt sind, kenne und hasse ich. Denn aus dem Herzen kommt alles, was man tut und redet. Nichts wird aus sich selbst geboren. Vielmehr wird das, was getan und gesprochen wird, ob in Wahrheit oder zum Schein, zuerst aus dem Herzen geboren, und zwar durch die innersten Gedanken des Geistes. Denn wie es geschrieben steht, es gibt nichts Verborgenes, das nicht aufgedeckt und ans Licht des Tages befördert wird. Alles wird bekannt werden. Timothy, fürchte dich nicht vor jenen, die dich verfolgen, und streite dich nicht mit ihnen. Sie sind bloß Fleisch. Sie haben zwar Ohren, wollen aber nicht hören. Und sie haben Augen, wollen aber nicht sehen. Wenn also auch nur ein Quäntchen Korrektur oder Wahrheit aus dem Munde Gottes gesprochen wird, verstopfen sie schnell ihre Ohren und bedecken ihre Augen, damit sie nicht für mangelhaft und schuldig befunden werden, im Namen des Sohnes Irrlehren und Lästerungen zu lehren vor Gott. Entheiligung! Soll ich sie also für diese Dinge belohnen und sie einsammeln, obwohl sie nichts von der Wahrheit gelernt haben, wie sie empfangen, gesprochen und gelebt werden sollte, indem sie ganz in der Lehre von Christus bleiben, von dem sie sagen, dass er sie berufen habe, obwohl sie ihm nicht folgen? Sie tragen auch kein Kreuz und sie weigern sich, es wegen seines Gewichts auf sich zu nehmen. Sie bitten auch nicht um Kraft, sondern stellen sich immer auf die Seite Satans, der gekommen ist, um auch all diese Häuser, die nach meinem Namen benannt sind, zu untergraben. Denn sie sind mehr mit den Dingen der Menschen beschäftigt, als mit den Dingen Gottes. Timothy, ich habe dir ein Schwert gegeben, keinen Handwagen. Nutze das, was ich dir gegeben habe, denn meine Sichel ist angehoben und bereit zu ernten. Aber zuerst muss die Ernte vorbereitet und getrennt werden. Du bist als Lehrer und Prophet zu jenen gesandt, die ein demütiges Herz haben und immer mein Angesicht suchen. Und als Wächter und Soldat zu jenen, die sich ständig meinem Wort widersetzen und meinen Geist unterdrücken. Schau! Sowohl der Suchende als auch der Eigensinnige werden durchbohrt werden. Und jene, die wirklich böse sind in ihrem Herzen, werden darin getötet werden. Denn der Herr, euer Gott, respektiert keine Personen. Und ich ändere mich auch nicht. Denn ich bin und bleibe für immer der Gleiche und unverändert. Deshalb geh hinaus, Timothy. Du sollst dorthin gehen, wohin ich dich sende. Und ein scharfes Schwert tragen, welches nicht dein eigenes ist, sondern das, was von mir empfangen und dir gegeben wurde. Schlage auf all diese Nationen und Völker ein, ob sie es hören wollen oder ob sie es unterlassen. Schlage sie nieder mit dem Wort aus meinem Mund. Einige hochgehoben zu großer Ehre und andere gedemütigt. Und die Bösen verurteilt. Das sagt der Herr zu allen Völkern und Nationen. Hört das Wort des Herrn und versteht. Die Propheten sind ausgesandt. Ihre Zahl ist 144.000. Ja, 12.000 von jedem Stamm. Hört die Trompete und die Warnung, denn der Tag steht bevor.
und der große Tag des Herrn ist sehr nahe. Tut Buße und gebt mir die Ehre. Küsst den Sohn. Ihr kennt seinen Namen. Jahoshua, der Heilige von Israel. Seht, die Ernte wird bereits gebündelt. Der Ruf nähert sich schnell und wird bald in den Ohren der ersten Erlösten auf der Erde widerhallen. Der Herr hat gesprochen und wird keine Reue zeigen. So wird alles geschehen und sich erfüllen, innerhalb einer Woche. Dann werdet ihr, ach so unverschämten Kinder, wissen, dass ein Prophet unter euch gewesen ist.